Herzlich willkommen zu meiner Reihe Ich kann gut präsentieren und heute mit dem Thema die 4S. Und es geht hier heute darum, wie man professionell und richtig eine Präsentation startet. Und da will ich euch einfach ein paar Tipps geben, wie man das macht. Cut! Ja, habt ihr bestimmt bemerkt, dass es bei mir ganz am Anfang etwas schief geht? Habt ihr auch bestimmt bemerkt, dass hier etwas nicht stimmt? Dann habt ihr natürlich recht. Das wäre ein negatives Beispiel für eine Präsentation. Dafür, wie man eine Präsentation startet. Bitte so wie ich jetzt das nicht machen. Und im Gegensatz dazu zeige ich euch mal kurz, was ihr in der Wirklichkeit machen müsst, um souverän eine Präsentation zu starten. Fangen wir an. Zunächst einmal, stellt euch hin. Sucht euch einen stabilen Stand und bleibt stehen. Das erste S. Nehmt Blickkontakt zu eurem Publikum. Ihr müsst nicht jede einzelne Person anschauen, aber schafft doch solchen Eindruck, dass ihr das Publikum angeschaut habt. Oder wie ich den Blickkontakt zu der Kamera schaffe, schaut euch die Leute an. Das wäre das zweite S. Atmet noch einmal tief durch, bevor ihr losgeht. Schnaufen. Das dritte S. Und dann legt ihr los mit eurer Präsentation. Ihr sprecht zum Publikum. Also ihr sprecht zum Publikum und das ist das vierte S. Ihr startet mit einem vorformulierten Satz, den ihr flüssig rüberbringt und natürlich mit dem Lächeln auf den Lippen und souverän. Ihr könnt auch mal zu Hause vor dem Spiegel trainieren, zum Beispiel mit so einem Satz. Jetzt rede ich. Und wenn ihr das schafft, wenn ihr das mal schon probiert habt, dann wäre das ein ganz wichtiger Schritt bei eurer nächsten Präsentation, zum Beispiel vor eurer Klasse. Also das waren sie schon, die 4S. Stehen, schnaufen, schauen und sprechen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus diesem Video und eure nächsten Präsentationen beginnt ihr mit 4S. Super professionell und super souverän. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao!